Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play FIFA 15. Und wir haben hier, muss ich euch jetzt mal zeigen kurz, bevor wir weitermachen. Und zwar Napoli. Wir haben hier Angebot für Jakub Silvester in Höhe von 8,5 Millionen Euro gründlich überdacht und entschieden, es zu akzeptieren, das Geschäft damit perfekt zu machen. Die Napoli-Vertreter werden sich nun mit dem Berater des Spielers zusammensetzen und die Einzelheiten des Vertrages aushandeln. Ja, wir haben ihn jetzt verkauft. Ich habe eigentlich höher angesetzt. Ich habe nur aus Jux und Tollerei mal für 8,5 Millionen ihn jetzt angeboten. Und ja, jetzt ist er weg. Und Raphael Schäfer. Gehen wir zum Ordner Vertragsverhandlungen. Raphael Schäfer, ja, den tun wir weg. Angebot annehmen. Also wir verkaufen Raphael Schäfer an den SC Freiburg für 1,9 Millionen. War sowieso nur noch zweiter bzw. dritter Mann. Das hatten wir ja gerade. Und Florian Riedl, Vertragsangebot akzeptiert. Ich freue mich auf den Wechsel zu Ihrem Verein, wenn mein Vertrag ausläuft. Also für die neue Saison haben wir jetzt einen neuen Verteidiger, und zwar Florian Riedl vom 1. FC Kaiserslautern. Und da nehmen wir das doch gepflegt an, hätte ich gesagt. So, günstige Spieler auch für 250.000 Euro. So, das hätten wir auch. Connor Washington. Ich habe Ihr Vertragsangebot von meinem Berater geprüft und wir akzeptieren Ihre Kondition. Und zwar ist das ja ein Stürmer, den wir ja geholt haben. Und da gehen wir auch nochmal hin und wir nehmen natürlich dieses Angebot freundlich an. So, Gratulation zu Ihren erfolgreichen Verhandlungen mit Connor Washington. Der Spieler ist auf dem Weg. Wenn er medizinischen Tests absolviert hat, steht er fürs Training zur Verfügung. Sie können ihn bereits für das nächste Spiel einplanen. Ne, das lassen wir nochmal so. Soweit, da wir ja noch Jakob Silvestre haben. So, und wir machen dann mal weiter. Halt, wir könnten ja nochmal... Ach, das machen wir nach der Saison. Beziehungsweise nach dem jetzigen Spiel. Jakob Silvestre, Herr Meier... Zu den Transferverhandlungen, wer war das? Nee, dann nehmen wir... Komm, dann machen wir mal 11. Oder komm, machen wir 10 Millionen. Vielleicht wollen die den haben, dann. Dann gehen wir natürlich da ab. Patrick Rakowski, nein. Angebot ablehnen und künftig untersagen. Der Junge bleibt bei uns. Ganz klar. Und Jakob Silvestre für 4 Millionen. Ne, da machen wir auch mal ein Angebot von 10 Millionen. So. Und nochmal. Real Sociedad Gegenangebot. Ups. Da ebenfalls wieder 10 Millionen. Ich denke, wenn einer drauf anspringt... Pressekonferenz, wir reden vom Presseraum versammelt. Bitte lassen Sie sich wissen. Wir nehmen natürlich teil, denn wir spielen gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das Rückspiel im Frankenderby. Und zwar nehmen wir... Wir motivieren natürlich die Mannschaft gegen in das Derby. Jetzt gegen die Westvorstadt. Ja, schon wieder. Das fängt ja an, die Saison, ne? Beziehungsweise dieses Jahr. Geschäftsführer. Okay, zum Teammanagement. Raphael Schäfer haben wir jetzt also weg. Und Stefan passt ja soweit alles. Wunderbar. Können wir das auch mal wegtun? Herr Meier, wir haben die Summe, die Sie Jakobs haben geprüft, sind zum Schluss gekommen, dass uns nicht zu viel wert ist. Okay. Okay, dann gehen wir da auch noch mal runter ein bisschen. Auf 9, ja komm, machen wir 9,3 Millionen. Das ist doch ein faires Angebot, denke ich mal. Nee. So, 10 Millionen Leute möchte ich haben. Für Jakob Silvestre, und da haben wir das allergleiche. So.
Red Bull Leipzig möchte den haben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, weiter geht's jetzt im Derby. Wir haben wieder FC Ingolstadt. Der ist mehr wert. Manuel Gulde. Komm, da gehen wir doch auch mal drauf. Sagen wir 750.000. Jawoll, ja. So, Scout Julius Ilzanker. Ich habe mir noch Abschlussbericht zu. Ja, machen wir anders mal. Geschäftsführer, der Verkauf. Okay, wir haben ihn jetzt verkauft. 8,5 Millionen, okay. Naja, dann probieren wir es doch gleich mal mit dem neuen. Oder Dani Blum. Komm, wir nehmen mal den neuen. Ach nee, wir tun den Blum rein. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Und dafür in... Kommt mir mal den Mendler raus und dafür den Washington rein. So. Ja, möchten wir. La 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 la. Nee, möchten wir. Hier Spieler verkauft, genau. So, wie gesagt, Gastspiel bei der Spielvereinigung Greuther Fürth. Das Rückspiel, wir haben ja das Hinspiel wirklich hervorragend und unglaublich, mit einer unglaublich starken Leistung mit 4:0 gewonnen. Ja, für mich die beste Saisonleistung. Und wir gucken jetzt einmal hier. So, da läuft man hier schon ganz gut durch. Ja, schaut doch mal gut aus heute hier. Yeah, und? Nein, 10.000. Ah. Versuche es erneut. Nein, möchten wir natürlich nicht. Wir machen weiter. Und zwar Rückspiel im Franken-Derby. Greuther Fürth gegen den ersten FC Nürnberg. An der Court Lane. Und wir spielen mit folgender hier noch die Choreografien. Hier die Vierter, nur Zwölfter und wir sind Vierter. Also wir müssen gewinnen, um weiter oben dran zu bleiben. Und die Vierter, ja, wenn sie nicht bald hier mal in die Gänge kommen, sage ich, dann spielt sie wirklich gegen den Abstieg. Hier die Startelf der Spielvereinigung Greuther Fürth, Fasel, Hesel, Fürstner mit einem 4-4-2-System. Typisch englisch, sage ich mal. Nur, dass halt die zwei Sechser im Hintergrund sind. Werden wir hier die Shake Hands sehen. Der Spieler, wir hoffen natürlich auf ein Fairplay. Hier unsere Mannschaftsaufstellung. Wie gesagt, Danny Blum jetzt neu im Sturm für Jakob Silvestre, der jetzt gegangen ist für 8,5 Millionen. Und da werde ich auch demnächst mal schauen, dass ich wirklich gute Spieler, noch einen guten Stürmer bekomme, den Bundesliga-Stürmer am besten. Denn wir haben jetzt einen Haufen Geld bekommen. Und da hoffe ich doch natürlich, dass das jetzt was wird. Wie gesagt, Derby, Rückspiel, 1. FC Nürnberg. Hier die Spielvereinigung Greuther Fürth mit Koch. Schön auf Dani Blum. Aber wird hier geklärt. Ah, Obacht jetzt. Sukalo gegen Evsev. Aber setzt sich durch Weiland. Obacht, 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 Obacht. Weiland. Weiland. Immer noch. Weiland. Junge. Obacht, der Weiland, Alter. Abseits. Nein, kein Abseits. Und da ist es 1-0. Scheiße. So, auf jetzt. Oh, was ist das für ein Fehlpass, ey? Füllkrug, Alter, schläfst du? Weiter geht's. Obacht jetzt. Stiepermann. Mensch, nimm doch dem den Ball weg. Oh, sieht man, ich habe schon lange nicht mehr gespielt hier, FIFA.
Alter. Etzeler, Füllkrug. Auf, Pemim Lapper. Jetzt weiß ich, wie kann ich wenigstens seinen Namen hier aussprechen. Hat jetzt auch fast eine halbe Saison gedauert. Schön, Bulthuis. Füllkrug. Eieiei, Fasel oder Wasel oder keine Ahnung, wie der heißt. Nein, Menschenskinder. Fehlt was, jetzt Obacht geben, Fürst noch am Ball. Nein. Obacht. Rakowski. Kandeas, jetzt einmal. Ist jetzt noch keine Torchance hier zustande bekommen. Aber zu weit für Pemim Lapa. Oder wird er noch vom Gegenspieler geklärt? So, ich muss jetzt auch mal hier ein bisschen Ruhe reinbekommen. Schön geklärt. Da wieder dieser Lumpe, der Fehlpass, ey. Gibt's doch nicht. Und da muss es, glaube ich, die erste gelbe Karte geben. Ja, ja, Willi Efsef. Erste gelbe Karte hier in diesem Spiel nach 19 Minuten. Wir haben bis jetzt noch keine einzige Torschance. Und Faser hat sich verletzt. Vorsicht jetzt. Oh Mann, ey. Vorsicht, meine Güte. Da wird er geklärt und Einwurf für die Förderung. Jetzt schwimme ich aber ganz schön hinten drin. Da ist die Auswechslung. Erste Auswechslung in diesem Spiel, dass sich ja Wasel verletzt hat. Yeah. Etzler. Schön. Aber dann dieser Fehlpass wieder, Mensch. Stiepermann, jetzt Obacht auf Schuli. Und der sieht. Eieiei. Wenn du den Eier haut, dann brennt hier aber richtig der Baum. Gibt's doch nicht. Hier im Derby, Alter. Und Blum kommt nicht hin, Alter. Viel zu schwach. Eieiei. Etzler. Eieiei, da wäre Silvester wieder viel besser gewesen, ey. So, jetzt gleich hier eine halbe Stunde vorbei. Einwurf. Mit Kandeas. Passt auf Füllkrug. Aber nix. Eieiei, und dann wieder dieser unnötige Ball ins Aus. Und Schröck. Oder heißt jetzt Obacht geben? Vorsicht. Etzler. Ah. Oh, da muss ich jetzt mal einiges tun. Wir gehen mal ein bisschen offensiver hier in die ganze Sache ran jetzt. Und das, was wir hier machen, ist ja gar nichts. So, Etzler, Efsef, der Junge hat wenigstens hier Mumm, dass er hier mal was macht. Schön, Willi Efsef. Efsef! Pfosten. Außennetz, die erste Chance nach 39 Minuten. Oh, das darf uns eigentlich nicht passieren. Gegen die Westvorstadt. Die Förde. Schön. Dani Blum. Blum. Yes. Ausgleich. Dani Blum. Ja. Erst der zweite Schuss aufs Tor und gleich ein Treffer. Dani Blum. Wichtig für den jungen Mann.
Der junge Stürmer, der jetzt auch drin ist. Yes! Hier schöne Vorlage auch von Efsef. Und Dani Blum haut ihm da ein erstes Tor natürlich hier für ihn. Wird er zum Derby-Helden. 2.0, sagen wir es mal so. Ja, und da faul. So. Auf sowas kann man es natürlich auch aufbauen, ne? Und hier ist ja Katastrophen, ne? Schön, Etzler. Pimil Mlapa. Mlapa! Eieiei. Schade. Da wird er wieder geklärt und nochmal Einwurf für uns. Mlapa, Alter, aber da ist er nicht. Obacht jetzt nochmal Stiepermann auf der rechten, linken Außenbahn hier. Gegen Stark, Junge, den hast du. Klar, das ist. Oh, dann dieser Fehlpass, Mensch. Da hat der Czeluska gepennt. Das Obacht. Schukalo. Schreck. Obacht. Nein, das gibt's doch nicht. So leicht. Dass sie mich so leicht ausspielen hier. Das jetzt auch nicht braucht, ey. Kurz vor der Halbzeit. Und da geht auch schon keiner mit. Zum Kotzen. Ja, ich glaube, ich muss ja auch hier die weiteren Ergebnisse. 60 Darmstadt 0-0. Aue 1-0 in Bochum. Und Laudern führt gegen KSC ebenfalls mit 1-0. Ja, da muss ich hier jetzt mal was ändern. Und zwar die Aufstellung. Ich suche so ein 3-4-3 eigentlich. Hier ist sowas in der Art. Ne? Oder das ist cool. Nehmen wir das. Und die Mannschaft lassen wir erstmal so. Wir gehen noch ein bisschen offensiver. Denn das Derby dürfen wir natürlich nicht verlieren. So, Etzler. Koch, jawohl. Schön. Auf Füllkrug. Ich glaube, da wechseln wir doch mal sicherheitshalber aus. Wir tun Füllkrug raus. Und Alessandro Schöpf. Die jungen Wilden beim Club. Schön. Wird es die Revanche der Förder hier? Flanke! Und. Ah! So, Pässe natürlich auch wieder hier. Spricht alles für die Förder. So, wir versuchen natürlich hier. Schön. Und. Ah, weiter. Vor jetzt. Ungeklärt. Ui. Kein Foul. Weiter geht's. Und Pimim Lapa. Und. Dani Blum. 2-2. Yes! Ausgleich! Hier, Dani Blum! Schön! Zweites Saisontor! Jetzt bleiben wir natürlich. Komm, bleiben wir weiter, sehr offensiv. Wir wollen das Spiel natürlich drehen. Jawohl, mit Koch. Boah, aber die Aufstellung, die gefällt mir eigentlich total. Ne?
Schön auf Dani Blum. Ah, kann sich da aber nicht durchsetzen gegen zwei Mann. Schröck am Ball. Schön. Ja, Pemil Mlapa. Da wird er auch wieder abgedrängt, Alter. Schön, aber geklärt. Jetzt Czeluska gegen George. Aber gut geklärt. Eieiei. Junge, Obacht jetzt. Efsev gegen Stiepermann. Und Efsev geht robust dazwischen. Aber weiter hier mit Schreck. Obacht, nochmal Schreck. Auf Stiepermann. Der Kerl riecht mich langsam auf hier. Überall Stiepermann. Egal was du magst, nur der Stiepermann. Rakowski. Oi, 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 was mache ich jetzt da hinten, ey? Schön, Etzeler, der Konter vielleicht. Aber nichts da. Schön, Dani Blum jetzt mal hier. Holt sich den Ball von hinten. Und Koch. Ja, schön, aber. Obacht. Stiepermann. Auf Schukalo. Der sieht wieder den Stiepermann. Der sieht George. Obacht. Also gut. Diese Aufstellung, ich glaube, die werde ich hier mal, denke ich, als feste Aufstellung nehmen. Und weiter geht's so. Noch 16 Minuten hier zu spielen in diesem Franken-Derby. In diesem Spitzen-Franken-Derby, in diesem spannenden Franken-Derby. Vielleicht nicht so sehr mit Torchancen übersät. Aber es ist hochklassig, sehr, sehr spannend. Und auch nicht so eintönig, wie er das Hinspiel. Und jetzt alle Obacht. Schön, Pemil Mlapa. 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 Nein. Und weiter geht die Luzi. Schöner Hakentrick. Koch. Ah, fast. Efsev, Alter, lässt sich da austanzen. Vorsicht jetzt, George am Ball. Wieder Efsev, jetzt einmal wieder hinten, Alter. Der Junge. Schön, Alter. Pimmel, Mlapa, Mlapa. Fast. Das 3 zu 2. Oh, 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 jetzt könnte jeder Schuss der Lucky Punch sein hier in diesem Spiel. Das spielentscheidende Tor. Es ist spannend. Und weiter geht die Luzi. Mit Efsev, klar, wer sonst. Der sieht Robert Koch. Aber Bulthor ist viel zu weit weg. Kann da einfach nicht hinkommen. Komm, wir sind so lustig. Totaler Angriff. Jetzt hängen wir sie hinten rein. Jetzt wollen wir es wissen. Oder wollen wir es wissen? Alter. Obacht jetzt. Schreck. Boas. Boas. Eine Minute, wieso lässt er eine Minute nachspielen, Alter? Das gibt's doch nicht. Die ganze Zeit, seit was weiß ich, 20 Spielen hier auf FIFA 15, lässt der 5 Minuten nachspielen. Jedes Mal 5 Minuten nachspielen bei einem 0:0. Wenn gar keine Torchancen sind, das gibt's nicht. Da lässt er jedes Spiel 5 Minuten nachspielen.
Gibt's doch nicht. Und da jetzt auf einmal, wo Tore en masse fallen, ja? Nein! Da lassen wir eine Minute nachspielen, Alter. Was ist denn das für ein Beschiss? Donnerwetter nochmal. Das glaubst du doch selber nicht. Verlieren wir das Spiel, alles da eine Minute nachspielen. Was ist denn das für ein Vollidiot, diese Schiri, Alter, echt? Also das verstehe ich da echt nicht. Mann, 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 da lässt, ey. Das kotzt mich aber jetzt tierisch an. Wir verlieren das Derby mit 3:2. Was gibt's da noch zu sagen? Ich bin bedient. Ah ja, hier sehen wir nochmal die Torszene und das war's auch hier für diese Folge von FIFA 15. Ich muss das jetzt mal verdauen, was die Schiri da wieder scheiße gemacht haben. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Frank Honia. Ciao.